Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, ich möchte mit euch zusammen meine Abendroutine machen. Ich möchte euch ein paar Tipps geben für die Haut über 40, na, Pflegetipps. Und ich möchte euch mal zeigen, was ich dafür verwende. Zum Abschminken und Gesicht reinigen habe ich wieder von Skin Natur das Cleansing Balm. Na, das benutze ich. Ich mache das immer in zwei Schritten, abends meine Gesichtsreinigung. Deswegen werde ich von Avant dieses Reinigungsgel noch mitverwenden. Dann möchte ich ein Peeling machen und ich hatte in der Goodiebox Mai hatte ich dieses Peeling von Avant. Das möchte ich heute auch mal ausprobieren. Na? Dann gibt es eine Maske. Also heute ist mal so ein richtiger Pflegetag. Da habe ich von M. Asan die Resveratrol-Maske. Die werde ich mir auftragen. Wenn das durch ist, möchte ich mit dem Garnier Micellenwasser werde ich nochmal übers Gesicht gehen, also nach der Pflege, ne? Vor der Maske natürlich. Nach der Pflege mache ich ein Peeling und danach werde ich dann hiermit nochmal übers Gesicht gehen. Von Garnier finde ich sehr gut mit Vitamin C. Genau. Ich nutze auch ganz gerne von Lunia den Mineral, dieses Mineral Water. Na, das schützt auch so ein bisschen vor Unreinheiten. Und ich befeuchte nochmal mein Gesicht so ein bisschen. Das mache ich gerne vor den Cremes. Und was mich ganz besonders freut und was auch neu an meiner Abendroutine ist, ist, dass ich von Beautymates einmal was bekommen habe, und zwar diese beiden Produkte. Das ist ein Set, das ist das Beautiful Eyes Set, ne, für die Augen hauptsächlich. Ne, das ist ein Booster, dieser hier, ne, ein Augenbooster, den man entweder pur auftragen kann, ihr könnt ihn aber auch mit der Creme mischen, ne, 1 bis 3 Tropfen, je nachdem wie viel ihr braucht. Er soll das Augenlid straffen bis zu 91%. Und ich benutze die Produkte jetzt seit einer Woche. Ich kann da noch nicht so viel zu sagen, nur dass ich sie sehr pflegend finde und angenehm auf der Haut. Das ist ja eine Hyaluroncreme für trockene Haut und für reife Haut. Na, und die gibt richtig viel Feuchtigkeit. Das werde ich euch alles aber dann nochmal zeigen und die Produkte noch mal so ein bisschen näher bringen gleich. Ja, jetzt Schritt für Schritt und ein paar Tipps werde ich euch dann auch noch dazu geben. So, ich habe mir erstmal eine Schüssel mit warmem Wasser geholt. Ich werde meine Haare mal zurück machen. Und dann wird erstmal abgeschminkt und das Gesicht gereinigt. Ja. Als erstes werde ich den Cleansing Balm verwenden von Skin Natur. Ich nehme jetzt mal so ein bisschen raus. Ich habe leider nicht mehr so viel. Und ja, den Rest mache ich jetzt mit den Fingern, sonst gehe ich da auch mit dem Löffel rein, aber es ist jetzt nicht mehr viel. Und ja, auch auf die Augen rauf. Überall schön verteilen. So, ach, mein Handtuch habe ich da hinten liegen lassen. Handtuch noch holen. So, das jetzt überall schön verteilt. Dann mache ich meine Hände ein bisschen nass und mit den nassen Händen gehe ich dann in kreisenden Bewegungen über mein Gesicht und entferne so erstmal mein Make-up. Bei den Augen, da gehe ich auch in kreisenden Bewegungen rüber. Nicht so viel Druck, braucht man auch gar nicht. Das löst sich alles gut. So, ja, die Gesichtspflege, ne, die ist wirklich das A und O für eine reine Haut. Ich habe früher, war ich manchmal faul nach der Disco oder so, nicht abgeschminkt. Dann muss man sich auch nicht wundern, wenn man dann Pickel bekommt. Ja, das soll man ungefähr 1 Minute verreiben. Und dann dürft ihr das schon wieder abnehmen. Ich habe jetzt hier so einen
Mikrofasertuch fürs Gesicht und entferne das jetzt erstmal. Das Make-up mit und den Balm mit diesem Tuch. So. Also, ich mache das sogar immer in zwei Schritten. Die Gesichtsreinigung ist mir sehr wichtig geworden, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich eine schönere und reinere Haut dadurch bekommen habe, ne? Ist schon richtig gut alles ab. Mein Gesicht ist noch nass. Und jetzt werde ich das Reinigungsgel als zweiten Reinigungsschritt noch verwenden. Das mache ich abends immer, morgens nicht. Morgens mache ich nur einen Reinigungsschritt. Das reicht dann, weil ich es ja abends schon sehr gründlich gereinigt habe. So, nur hier so ein klein bisschen. Ein bisschen nass machen. Und das verreibe ich mir auch in kreisenden Bewegungen wieder. Ne? So, also Dekolleté gehört ja auch dazu. Dekolleté kann ich heute nicht so zeigen, weil ich ja noch was anhabe, aber sonst riecht das halt alles mit. So, das wird dann auch wieder entfernt. Und wenn jetzt noch Reste drauf waren, dann sollten die jetzt eigentlich runter sein. Na? Und dann könnte ich mein Gesicht jetzt abtrocknen, aber es ist gar nicht so doll nass. Ich nehme jetzt ein Wattepad und mein Micellenwasser mit Vitamin C von Garnier, was ich ja auch richtig gerne mag. Ne? Mach den nass und gehe dann auch noch mal übers Gesicht, auch über die Augen. Ne? Ganz bisschen bei der Wimperntusche ganz bisschen vielleicht noch. Fast gar nichts. Also es ist echt gut sauber geworden. Das ist dann sozusagen der abschließende Schritt zur Gesichtsreinigung. Gehe auch noch mal hier über Hals und Dekolleté. Ihr braucht dieses Micellenwasser auch nicht wieder abwaschen oder so. Das ist, ja, das darf drauf bleiben. Na, das war meine Gesichtsreinigung. Ja, genau. Eigentlich würde ich, wenn ich jetzt nicht noch eine Maske und ein Peeling machen würde, würde ich schon mit dem Lunia Micellenwasser einmal einsprühen. Aber ich möchte ja noch ein Peeling heute machen. Und da werde ich dieses von Avant, dieses Peeling verwenden. Das ist noch geschlossen. Ich habe das noch nie benutzt. So ein Peeling, das könnt ihr, ja, in regelmäßigen Abständen machen. Ich mache es nicht so oft, vielleicht alle 2 Wochen mal. Das entfernt überflüssige Hautschüppchen und ja, die Haut wird angeregt, neue Zellen zu bilden. Dadurch. Ich finde es sehr mild. Der Geruch ist angenehm. Mach mal gleich ein bisschen den Hals mit. Ich dann so runter und hier in kreisenden Aufwärtsbewegungen. Ne? Ist wirklich ein ganz, ganz mildes Peeling, ganz kleine Körnchen. Wie ganz feiner Sand fühlt sich das an. Am Strand, ne? In Italien, da haben wir ganz feinen Sand gehabt. Das war schön. Haben wir gleich immer ein Körperpeeling gehabt, ne? Automatisch am Strand. So. Ein Naturpeeling. Ja, ne, hier an der Nase, hier gehe ich so in Achten und hier gehe ich rauf und runter.
wie bei der Massage halt, ne? So. Ein leichtes Peeling. Das wird dann auch wieder abgenommen. Das lässt die Haut dann gleich ein bisschen frischer erscheinen, weil die abgestorbenen Hautschüppchen jetzt weg sind. Und auch Cremes und so weiter können ja besser in die Haut eindringen, ne? Wenn ihr gepeelt habt. Die Haut so leicht. Aber es ist nur ein leichtes Peeling und ich mache es, wie gesagt, alle 2 Wochen mal. Soll man in regelmäßigen Abständen machen. So. Gut, das war mein Peeling. Dann soll man regelmäßig eine Maske machen, einmal die Woche. Das versuche ich auch immer, manchmal mache ich es sogar öfter. Und heute möchte ich die von M. Asam mal nehmen. Ja, die ist auch sehr schön. Da habt ihr auch so ein, ist mein Spachtel jetzt hingefallen? Da ist er, Moment. So, habe ich auch schon einige Male benutzt. Da ist ein Spachtel bei. Das finde ich ganz praktisch, dass ihr nicht in diesen Spiegel reinfassen müsst, dass da nicht noch Bakterien reinkommen und das schneller verdirbt, das Produkt. Ne, auch mit gewaschenen Händen könnte man reingehen, aber auch das, ich finde es am besten mit so einem Spachtel. So. Ein bisschen nehme ich noch, kann ja einmal satt drauf und das lasse ich dann 10 Minuten einwirken. Ich habe auch so einen schönen Pinsel da, so einen Maskenpinsel, womit ich mir das dann noch mal schön verteilen kann. Ne? Hier ist auch immer wichtig, wo die Zornesfalte entsteht, Stirn. Ihr könntet theoretisch jetzt noch Augenpads, ne, eine Maske für die Augen und euch dann 10 Minuten so ein bisschen hinlegen und das genießen. So mal Zeit für sich, ne, für die Pflege. Das ist ja auch mal schön, wenn man das macht. Mal vielleicht mal auf dem Sonntag oder so und sich dann richtig Zeit für sich mal nimmt. So. Augen aussparen, wie gesagt. Da gibt es ja extra Masken für. Na? Ich mache das immer bis unters Kinn. So. Und die lasse ich jetzt 10 Minuten einwirken. Währenddessen werde ich wahrscheinlich schon mal ein bisschen aufräumen und euch dann die nächsten Schritte zeigen. So, Maske war Viertelstunde drauf und schaut mal, ne? Nach dem Peeling und nach der Maske sieht die Haut schon richtig toll aus, finde ich, im Gegensatz zu vorher. Ja, und jetzt kommen wir zur Pflege, Augenpflege und Gesichtspflege. Da habe ich ja von Beauty Mates dieses Set bekommen, ne? Beautiful Eyes Set. Ja, man kann bei Beauty Mates Sets bestellen, du bekommst aber auch die Produkte alle einzeln. Es gibt 6 verschiedene Booster und ich habe den das Augenlifting Booster. Das zeige ich euch mal, wartet mal, das habe ich ja schon hier stehen, genau. Na, das habe ich ja jetzt auch morgens und abends in Verwendung. Und das ist mit so einer Pipette, da könnt ihr das richtig gut einteilen. Na? 1 bis 3 Tropfen kann man aufs Auge machen, entweder pur oder ihr mischt das mit der Creme. Ich mache mal beides. Zurzeit habe ich es immer pur gemacht und deswegen zeige ich das an einem Auge mal, wie ich das mache. Na, mach hier oben so ein bisschen, weil es ja auch das Augenlid straffen soll. Also einmal ringsrum.
Beauty Mates ist ja eine deutsche Firma. Und was ich auch toll finde, sie sind tierversuchsfrei, vegan. Die Produkte sind PEG-frei und ja, parabenfrei. Und dann reibe ich das hier so einmal im Kreis. Oder ihr könnt das auch so klopfen. Ja, dieser Booster soll Augenringe nach ungefähr 31 Tagen, ne, in Verwendung, Augenringe verschwinden lassen. Auch Schwellungen unter dem Auge oder Augenschatten. Ne, das soll alles verbessert werden. Ich benutze es ja jetzt seit einer Woche. Was ich sagen kann, ich habe manchmal Schwellungen morgens und da hilft das wirklich. So, das war einmal, wie ich das mit dem einen Auge mache. Dann soll man die Creme, das ist ja, ne, die kommt in so ein Töpfchen. Ich zeige euch die mal. Ich habe sie ja schon ein bisschen in Verwendung, eine Woche. Ich nehme mir dann immer, ich habe so ein Löffelchen dafür, ganz, ganz bisschen. Ihr braucht gar nicht viel. Nehme ich mir da raus, auch mal auf die Hand und gehe dann noch mal hier mit rüber. Und so kann man das denn einmal machen. Das ist eine Variante. Ein bisschen einklopfen. Ne? Es soll die Stellen ein bisschen wieder erhellen. Und ja, wie in meinem Fall jetzt, wenn ich morgens manchmal geschwollene, ja hier unten das so ein bisschen geschwollen habe, dann mildert das auch schnell ab. Ja. Genau, ihr könnt das wie gesagt auch mischen. Was ich auch toll finde, ihr müsst gar nicht dies, von Beauty Mates die Creme dafür haben. Es gibt bei Beauty Mates zwei Cremes. Einmal diese hier für trockene und reife Haut. Es gibt auch noch eine Creme für normale Haut. Ihr macht das ganz einfach. Ihr nehmt euch jetzt wieder so ein bisschen raus. Es ist im Topf recht fest, aber es wird auf der Haut richtig schön weich. Und ja, ich habe jetzt ein bisschen mehr genommen. So viel brauche ich fürs Auge eigentlich gar nicht. Aber ich verwende die Creme ja fürs ganze Gesicht. Ich mache mal so zwei Tropfen. Das ist schon viel für mich. Das soll reichen für 180 Anwendungen. Mit Mischen oder ohne Mischen halt. Ne? So lässt sich gut verteilen, also so vermischen. Und dann könnt ihr das auch hier so einmal ringsum. Wie gesagt, weil es ja auch gleich hier straffend wirken soll, ne? So. Den Rest werde ich mir gleich im Gesicht noch verteilen. Ich brauche wirklich nicht so viel von der Creme. Die ist sehr, sehr ergiebig. Ne? Das seht ihr, glaube ich, auch sehr, sehr ergiebig, feuchtigkeitsspendend. Und was ich auch sehr schön finde, ich verteile mir den Rest mal jetzt im Gesicht. Sie ist so leicht. Also sie fühlt sich richtig leicht an. Ich habe das jetzt hier mal auf dem Handrücken drauf, ne? Sieht man, ne, wie viel Feuchtigkeit das gibt. Ich nehme noch ein bisschen, weil ich es ja fürs ganze Gesicht und Hals nehme. So. So. Da sind nur Wirkstoffe drin, die auch wichtig sind. Also kein Gedöns, nichts Überflüssiges, was man nicht braucht. Die Booster sind, ja, das sind hochwirksame Wirkstoffe. Also, ne? Da gibt es ja, wie gesagt, 6 verschiedene Booster. Ich erinnere mich an Retinol. Dann gibt es einen Booster für, ja, so ein Bräunungstropfen sind das. Da war auch noch was gegen Pickel. Ja, ich zeige euch das nachher mal. So. Also ich finde, sie zieht auch echt gut und schnell ein. Ne? Normal mache ich das Dekolleté dann ja auch noch mit. So. Noch mal ein bisschen was auf die Lippen. Ja, möchte euch auch ein bisschen was dazu erzählen. Also erstmal wollte ich noch sagen, ne? Das ist ja eine Hyaluroncreme. Und Hyaluron ist ja auch für die Haut sehr, sehr wichtig. Das polstert auf, es speichert die Feuchtigkeit in der Haut. Ist auch gut, wenn ihr dann auch viel trinkt, ne? Weil das ja auch die Feuchtigkeit von innen nimmt. Ne? Und ja,
Dadurch werden Fältchen gemildert, die Haut sieht straffer aus. Also Hyaluron für die Haut richtig gut. Und als Tipp noch, ich meine, die meisten wissen das schon und machen das bestimmt auch. Ich habe es lange nicht gemacht, aber habe damit auch endlich angefangen. Und zwar ein UV-Schutz für die Haut. Ne? Also morgens zu meiner Morgenroutine gehört jetzt immer ein UV-Schutz. Ich habe hier 30, 50 wäre sogar noch besser fürs Gesicht. Denn egal, auch wenn es bewölkt ist, die UV-Strahlen kommen ja trotzdem durch. Und das schädigt die Haut und lässt die Haut älter, also werden. Und so könnt ihr dem vorbeugen ein bisschen. Ne? Und auch mit den Cremen und so weiter. Also rechtzeitig anfangen und vorbeugen. Na, ich habe ja jetzt die Augenlifting-Creme von Beauty Mates hier, diese Booster meine ich, ne? Den Booster habe ich und ein bisschen hier hinten ist das ja schon so, dass es da so ein bisschen runtergekommen ist, aber es wird ja mit der Zeit mehr und ich denke, dass es das aufhält, ne? Wenn du die richtige Pflege hast. Und nochmal so als Tipp, wenn ihr auch so wie ich morgens hier geschwollene Augenlider habt manchmal, ne? Dann geht ihr mit der, cremt ihr die Augen sowieso an, dann geht ihr hier so nach innen. Hier sind zwei Punkte, die fühlt man auch, die sind so ein bisschen fester. Da massiert ihr in kreisenden Bewegungen, denn das ist sozusagen der Ablauf. Dann haben sich hier Wasser, hat sich hier Wasser eingelagert und das könnt ihr so dann auch nochmal mechanisch nachhelfen, dass das verschwindet. Genau. Genau, ich wollte euch auch ein bisschen was zu den Produkten erzählen. Von Beauty Mates, ne? So. Das ist ja einmal die Seite von Beauty Mates. Und ihr könnt dann, wenn ihr hier rauf geht, dann habt ihr hier, was steht hier? Produktberater. Da bin ich jetzt raufgegangen. Und dann, ne, könnt ihr hier auswählen, Alter zum Beispiel, euer Alter. Ich bin über 50. Dann geht ihr auf Weiter. Dann sollt ihr Pflegebedürfnis, ne? Falten, Augenringe und Falten, das nehme ich jetzt mal, Augenringe und Falten. Ihr könntet aber auch mehreres ankreuzen. Dann geht ihr auch auf Weiter und hier steht dann nochmal, dein Hauttyp sollst du bestimmen. Es gibt hier zum Beispiel Mischhaut, trockene Haut und so weiter. Ich habe mich Mischhaut genommen, dann zum Ergebnis, ja. Und da stehen dann auch die zwei Produkte, die ich jetzt habe. Na, die werden mir dann empfohlen. Genau, das hatte ich schon gesagt. Ne? Beauty Mates ist ja, vegan, tierversuchsfrei. Oh, ich muss die Brille aufsetzen. Parfümfrei, genau, parfümfrei. Also auch richtig gut geeignet für empfindliche Haut. Ja, PEG-frei, parabenfrei und ist eine deutsche Firma, ne? Produkte aus Deutschland. Finde ich richtig gut, wenn man auch Firmen aus Deutschland unterstützen kann. Ne? Ja. Genau. Wenn man jetzt hier rauf geht, hier oben ist es raufgegangen, dann könnt ihr so die ja, Produkte auch nochmal sehen, die es gibt. Ne? Es gibt einen Poren-Minimizer. Ist auch ganz interessant, denke ich. Augenlifting Booster, das ist der, den ich habe. Dann gibt es ein Retinol Youth Booster, ein Anti-Pickel Booster, Selbstbräuner Booster und ein Pipid Lifting Booster. Na, also es gibt 6 Booster und 2 Cremes. Einmal für normale Haut mit Hyaluron und einmal für trockene, reife Haut mit Hyaluron. Das ist ja dieses. Und ich habe das ja auch, ich verwende das ja auch morgens. Es geht super gut auch, um hinterher das Make-up drauf zu machen. Ich benutze gar keinen Primer jetzt im Moment. Das finde ich richtig gut, geht mit der Creme richtig, richtig gut. Genau, ich möchte euch zu den beiden Produkten auch noch was erzählen, die jetzt für mich hier interessant waren, die ich jetzt habe. Na, das ist ja einmal dieser Booster. Und ich lese das ab, weil das kann ich mir nicht alles merken. Und ich möchte auch nichts vergessen. Also, ein Lifting-Wirkstoff Beauty Eye strafft das Augenlid um 91%. 15% Mineralien und Phytokomplex reduziert dunkle Augenschatten, Augenringe und Schwellungen.
Vitamin B3, Niacinamide, schützt die Blutgefäße und stimuliert die Kollagensynthese. Es erfrischt, kriecht nicht ins Auge, fettet nicht, ist auch auf dem Augenlid anwendbar. Intensive Feuchtigkeitsversorgung, besonders zart zur sensiblen Augenpartie. Für 120 Anwendungen, pur oder in Kombination, alle Hauttypen vegan, ohne Tierversuche, parfümfrei und PEG-frei. Genau. Was steht hier noch? Dieser enthaltene Mineralienmix stärkt die zarte Augenpartie und reduziert Augenringe effektiv, sodass es bereits nach 30 Tagen zu deutlichen Ergebnissen führt. Das Augenlifting-Serum ist die perfekte Lösung für den gesamten Augenbereich, denn es wirkt spürbar abschwellend, straffend und glättend. Ne? Und dann haben wir ja noch die Creme. Mal sehen, wie finde ich die jetzt wieder. Da muss ich mal hier rauf gehen. Zurück. Genau, hier habe ich ja die Creme. Das ist meine Creme, die ich bekommen habe. Hyaluroncreme Lift, 24 Stunden Intensivpflege für trockene Haut. Hautberuhigende, parfümfreie Intensivpflege mit Ceramid-Repair-Komplex und Hyaluronsäure. Steht da auch drauf. Stärkung der Hautschutzbarriere bei sensibler, trockener und reifer Haut. Hyaluronsäurekomplex durchfeuchtet die Haut intensiv. Stimulation der Kollagensynthese und hautberuhigend durch Zika-Extrakt. Repair-Komplex, Zuführung von hautverwandten Ceramiden, geeignet für reife und anspruchsvolle Haut und ist parfümfrei. Ne? Nachgewiesen schnelle Regeneration der Hautschutzbarriere und beschleunigt die Reduzierung von Hautrötungen. Hautverträglichkeit als dermatologisch sehr gut bestätigt. Ceramide, hochpotentes Repair-Komplex mit innovativer Ceramid-Technologie, hochwertige Lipiden und Zika-Extrakt stimuliert die Kollagensynthese der Haut und macht sie langfristig widerstandsfähig. Aktiviert die Haut, sich selbst zu helfen. Ja. Ich verwende tatsächlich auch im Moment gar nichts weiter, kein Serum, gar nichts, weil das gibt so viel Feuchtigkeit und fühlt sich so gut an, dass mir das im Moment reicht. Ich benutze das morgens und abends und ich bin bis jetzt schon richtig begeistert, obwohl ich es ja erst eine Woche teste. Aber ihr wisst ja, reichhaltige Cremes, da kriege ich ja schnell auch mal Pickel, wenn die Poren verstopfen oder so. Und ich benutze das ja jetzt schon eine Weile und da ist nichts passiert. Und das ist ja schon mal richtig gut, ne? Und ihr seht ja auch, was ich für ein Glow habe, wie viel Feuchtigkeit das gibt. Ich finde den Booster und auch die Creme richtig toll und habe mich sehr gefreut, dass Beauty Mates da auf mich zugekommen ist und gefragt hat, ob ich das testen möchte. Ne? Weil ich habe ja auch schon viel Gutes gehört. Nun darf ich es selber mal ausprobieren. Das finde ich richtig gut. Genau. Ich hoffe, ich habe euch genug Infos zu den Produkten gegeben. Ich habe auch einen Rabattcode, MAC30, werde ich unten in der Infobox nochmal reinschreiben. Da bekommt ihr 30% auf die gesamte Bestellung, wenn ihr da mal reinschauen möchtet, was bestellen möchtet. Ich werde den Shop verlinken, den Konfigurator, ne, damit ihr dann auch für euch die richtige Pflege rausfinden könnt, wenn ihr möchtet. Es gibt auch noch eine Hautanalyse mit Foto. Machst ein Foto bei gutem Tageslicht, habe ich gesehen. Und dann wird deine Haut analysiert, wenn du jetzt selber vielleicht unsicher bist. Finde ich ganz toll, was die so anbieten. Ne? Ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt an dieser Abendroutine. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr schaut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.